Die Fisch- und Fangprofiliga wird Ihnen präsentiert von Berkley Catch More Fish. Liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen zum entscheidenden Viertelfinalrückspiel zwischen Ina B. und Dietmar Isajasch. Exakt 70 Punkte liegt Ina zurück und hofft nun an ihrem Wahlgewässer, der Oste in Niedersachsen, auf ein kleines Angelwunder. Nachdem der Fährmann uns heute Morgen im Stich gelassen hat, mussten wir einen kleinen Umweg nehmen. Ina hat uns aber hier sicher hergeführt. Wir sind jetzt hier an der Oste, ein Tidegewässer. Das Wasser strömt, es ist schlickig. Ich hoffe, ihr rutscht nicht aus und habt richtig gut Petri heil. Lasst uns anfangen. Okay, ne? Gut, prima. Schauen wir mal. Viel Erfolg. Dir auch. Dankeschön. Damit ist der Startschuss gefallen und die Köder landen das erste Mal an diesem Tag im trüben Ostewasser. Du bist ja so ein bisschen in Zugzwang, Ina. Du musst ja nun 70 Punkte aufholen. Das ist ja schon, 70er Zander ist ja schon mal eine Herausforderung. Wie? Horst. Alles so ein Hänger oder war es Biss? Nee, da ist so eine kleine Kante. Man weiß nicht, was es ist, ob es Schnur ist oder. Also, du angelst jetzt mit Gummifisch und Stahlvorfach? Oder nein, hast du, ich habe Fluorocarbon. Fluorocarbon, also du rechnest nicht mit dem Hechtbiss, sondern erst Elias. Hier jetzt unbedingt nicht, nee. Und wie ist dein Plan so für den heutigen Tag? Auf jeden Fall würde ich mir gerne erstmal den Zander abhaken. Das wäre das Einfachste. Und dann mir den Ast abwerfen. Hoffen, Barsch zu erwischen. Und dann werde ich mehr Wert auf Hecht legen. Also wenn du jetzt mal sagen würdest, jetzt das Glück haben und deinen Zander fangen, würdest du dann umstellen auf einen Spinner oder ich würde erstmal Barsch probieren, auch mit kleinen Gummis. Dann habe ich vielleicht auch noch das Glück, dass mir ein kleiner Hecht einsteigt. Also Fisch hier relativ häufig, wie ich dein Wort entnehmen kann. Doch. Ja. Ist eine beliebte Stelle von mir. Und warum Ina diese Angelstelle so mag, zeigt sich umgehend. Fisch! Nun habe ich die Ina abgelenkt, hat diesmal gleich gekontert. Brauchst du Catcher? Ja, bitte. Hast du ihn? Ja. Pass auf, ich habe den Griff hier in der Hand. Oh, da kommt der erste Zander. Also Ina, die Stelle ist gut. Petri, Dietmar. Mensch, und was gleich ein schöner Zander. Ein Auftakt nach Mars, weißt du? Oh, mal da oben, das ist ein bisschen mehr Gras. Wie immer, Zander, mein Lieblingsköder. Titler Fast, da ist er hinten drin. Richtig inhaliert, ne? Nimmt einem schon einen gewissen Druck weg. Absolut, Dietmar, das ist ja der Hammer. 59. Jetzt halt vorne gegen, ja, und 59 Zentimeter. 59 Zentimeter. Dietmar, bitte. Dankeschön. Ina hat mir gerade ihre Taktik erklärt. Ja. Du hast sogar eiskalt gekontert. Wir sind ja 2 Minuten hier am Gewässer und du hast uns gleich einen schönen Zander vorgelegt. Also deine Taktik scheint aufgegangen zu sein. Dietmar, wie ist dein Plan für den heutigen Tag? Jetzt natürlich den fälligen Barschfang und mit etwas Glück vielleicht auch noch ein Hecht. Also wir schauen mal, ist auch einer der ganz, ganz wenigen Male, dass ich in Tidengewässern fische. Also ich muss mich hier auch ein bisschen einfuchsen, aber wie heißt es immer so schön, nicht dem Heimrecht haben, denn von der Seite weichen und dann ein bisschen Gewässer lesen. Wenn man jetzt hier sieht, dass die Strömung an der Seite entlang zieht und ich habe mir gedacht, entlang der Strömungskante muss ein Zander stehen. Ja, beim dritten Wurf. Hast du wieder Biss gehabt? Und beim dritten Wurf gab es ein bisschen, jetzt auch wieder einer. Während es Dietmar also weiterhin direkt an der Strömungskante versucht, nimmt Ina die Spundwände genauer unter die Lupe. Ich angel einen Hamburger Stint, einer der unzähligen Stinte momentan auf dem Markt. Ja, ich versuche es jetzt mal mit dem Schocker, vielleicht ist ja einer ein bisschen aggressiver drauf und haut sich den noch rein. Ich weiß gar nicht, 12 cm hat er, glaube ich. Erneut landet Inas Köder nur Zentimeter von der Spundwand entfernt im Wasser. Am Wurfstil liegt es also nicht, dass bei ihr momentan noch nichts gebissen hat. Ganz anders Dietmar. Wieder hat der Walholländer einen Zander gehackt. Na, ich tue mal schnell rein. Oder ein älter, nicht?
dann waren das Zander gewesen, die ich vorher, wo ich jetzt vorher schon drei verloren habe. Ja, Farbe bin ich treu geblieben. Zander Pro heißt ja auch so, ne? Ja, schauen wir mal weiter. Schade, Ina. Du hast gerade richtig einen schönen Biss gehabt. Man sieht ja auch noch die Bissspuren an deinem nagelneuen Gummi. Ja, leider. Und ich habe den Hecht noch oben hochkommen sehen. Ja, ich habe auch einen Schwale gesehen an der Oberfläche. Ich dachte erst, du hättest Hänger, aber war eindeutig Fisch. Ja. Er guckt die richtig rein. Ne? Man sieht ja auch an den Bissspuren. Ja. Ne? Aber der definitiv kommt noch mal wieder. Ne? Ich hoffe es. Den holst du dir jetzt noch. Ich probiere es. Doch auch die nächsten Würfe bringen den Hecht nicht zurück. Und so steht schon bald ein erster Platzwechsel auf dem Programm. Vom kleinen Wehr geht's direkt an eine Buhnenstrecke. Jetzt sind wir hier zur S-Kurve gekommen, haben so kleine Buhnen am Rand. Da hinten ist so eine sogenannte Pütte. Da darf man zwar nicht drinnen angeln, aber den Einlauf kann man schon beangeln. Und da hat man auch immer eine schöne Kehrströmung. Und da geht eigentlich auch immer gut Zander, Hechtbarsch genauso. Bin gespannt. Du baust jetzt auf Stahl um? Ja, hier ja, definitiv. Und während Ina ihre Montage durch ein Stahlvorfach nun also hechtsicher macht, schauen wir uns den Fluss noch mal genauer an. Die insgesamt rund 150 Kilometer lange Oste ist ein sogenanntes Tidengewässer, wird also maßgeblich durch Ebbe und Flut der nahen Nordsee beeinflusst. Ebenfalls typisch für die kleineren Fließgewässer dieser Region sind die Pricken. Die langen Holzstangen mit ihren charakteristischen Zweigbüscheln sind amtliche Fahrwasserzeichen und weisen den Kapitänen somit den Weg. Einen Wegweiser zu den Zandern könnte auch Ina gebrauchen. Noch immer ist sie ohne zählbares Ergebnis. Dafür hat sie schon den nächsten Hotspot ins Auge gefasst. Wir stehen hier jetzt vor einer Pütte. Das ist so ein kleines Naturschutzgebiet. Auch für Vögel ganz interessant, aber auch für die Fische. Kurz bevor das Wasser hier abläuft, sieht man hier über der Steinpackung die Fische wirklich noch mit rüberspringen. Sogar die Zander sieht man da auf den Stein quasi noch mal ganz schnell rüberhüpfen. Stimmt auch, aber es ist relativ schwierig zu angeln. Hier vorne hat man überall Holz. Und die Strömung ist auch nicht gerade ohne. Am besten immer ein bisschen Strom aufwerfen, weil sonst ist der Köder ganz schnell an dir vorbeigezogen. Du kannst ihn kaum noch kontrollieren. Da Köderkontrolle ja bekanntlich fangentscheidend ist, sollte man auch an der Oste bei wirklich jedem Wurf hochkonzentriert zu Werke gehen. Ein wahrer Meister darin ist Dietmar. Und auch er hat den Überlauf der Pütte nun ins Visier genommen. Schon bald soll er genau dort erleben, dass in der Oste nicht nur Zander schwimmen. Machst du rein bitte deine Rute, der geht in die Schnürbass rein. Ich hab die Mühe, wie das sieht aus, okay, ist am besten, oder? Ich hau vom Lauf. Du hast den Papst in der Tasche. Du kannst für mich mal Lodelsen aufhören. Lodelsen. Oh, das ist ein Lachs. Ja, das ist ein Lachs. Der hat echt einen Lachs oder eine Meerforelle drauf. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Trotz Stahlvorfach und Gummischild. Dietmar drillt tatsächlich einen der großen Salmoniden, die die Oste auf dem Weg zu ihren Laichgründen passieren. Zwar würde ihm der Fisch nur 10 Bonuspunkte bringen, Profiliga-Premiere wäre der Fang eines Lachses, aber allemal. Nach ein paar wilden Fluchten herrscht nun allerdings Stillstand am anderen Ende der Schnur. Leider hat sich der Fisch an irgendeinem Hindernis festgeschwommen und ist nicht mehr zu bewegen. Dietmar scheint die Hoffnung schon aufgeben zu wollen, als unerwartet Hilfe naht. Doch auch hierbei tauchen schon bald Probleme auf. Komm mal her! Rute rein! Hol mal die Rute rein und komm her, ich muss ins Boot steigen! Ich hab einen Lachs drauf! Ich will in dein Boot steigen! Hier! Also die Dramatik lässt sich gar nicht mehr steigern. Dietmar hat jetzt hier gerade nach meiner Meinung einen Lachs, kann allerdings auch eine Meerforelle sein. Ich habe ihn zweimal springen sehen. Der Fisch hat sich jetzt hier hinter festgesetzt. Dann wollen wir die Leute hier mit dem Boot mal bitten, ob sie auf die Schnur freischwimmen können. Das ist auch noch schwerhörig, die beiden. Und es wäre ja schön, wenn wir den Fisch wenigstens sehen würden. Er ist dann außerhalb der Wertung, weil er nicht regulär geangelt ist. Aber
sieht man du musst gleich hier rein, der ist ein Lachs, der hat sich die Schnur verwickelt. Hol bitte den Köder rein. Und schwerhörig ist in diesem Fall in der Tat ernst gemeint. Aal Willi und sein Kollege Heinz sind nämlich tatsächlich schwerhörig, was das Manövrieren und Dirigieren für Dietmar nicht leichter macht. Aber lassen wir die Kamera doch einfach mal weiterlaufen. Lass du bitte den Motor an, wir müssen da hoch. Motor an und wir fahren hoch. Ja. Übersetz mal. Da musst du ihm jetzt sagen, er hört schwer. Ja, dann dir jetzt an, pass auf. Langsamer, da ist der Hänger. Da ist der Hänger. Warte, fahr langsam. Ja, hier ist der Hänger. Warte. So bleiben mit dem Motor. Gib mal dein Köder da weg, bitte. Seite. Da kannst du nicht erst legen oder was, dass die da bleiben mit dem Fächer oder was. Raus. Fahr mal da mit dem Boot, bitte. Wohin? Da in die Mitte. Fahr mal da hin. Da sind zwei Tauben an Bord. Ja, Vorsicht, dass sie nicht wieder... Ja. Einfach in die Mitte mal fahren. Häng doch mal deinen Drucker da rein. Nein, drücke das nicht. Schwung auf. Ihr müsst da nach fahren. Schwung auf. Da runter, da. Ja, weiß egal. Fahr jetzt mal hoch. Da war. Ist noch dran. Die Schnur ist da vorne. Ja. Sonst müssen wir die Schnur versuchen, mit der Hand zu kriegen, die war mit der anderen Angel. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Warte. Leider lässt sich der Fisch immer noch nicht bewegen und es wird Zeit für den nächsten Plan. Also ist eindeutig, der Fisch hat sich hier festgelaufen an einem Ast. Wir haben ihn gerade eben noch mal springen sehen. Und ich habe jetzt den Vorschlag gemacht, dass wir über die Schnur werfen, versuchen die Schnur von der Hand dann einzuholen und eventuell dadurch den Hänger zu lösen oder den Fisch zumindest mit der Hand zu landen. Wir haben den Fisch dreimal springen sehen. Also ich bin davon überzeugt, dass das ein Lachs ist, der wahrscheinlich eine Größe hat von ca. 80 cm. Kann aber auch eine schlanke Meerforelle sein. Auf alle Fälle eine Salmonide. Kannst du ein bisschen hierher ziehen? Weg. Wo ist er dran? Stopp, lass, halt die Straff. Tauben. Ich lass mich gleich ein, weißt du. Ja, wir hatten jetzt mit Hilfe eines Nachbarns die Schnur zu fassen, hatten auch schon den Hänger gelöst, aber der Fisch ist wahrscheinlich ein alter Fuchs, hat sich gleich wieder festgesetzt. Und nun haben wir so doll dran gezerrt oder sowas alles. Jetzt hat er sich wahrscheinlich befreit. Da ist kein Leben mehr drin? Nein. Schade. Wir hätten dem Fischer sowieso wieder seine Freiheit geschenkt, aber wir hätten ja gerne mal gemessen und euch für die Kamera gehalten. Also die Dramatik war hier mit Händen zu greifen. Und ich habe selten einen Fisch so schön springen sehen. Ich hoffe, dass ihr das auf der Kamera habt. Vielen lieben Dank, Kugel 1. Ich hatte in dieses kribbelige Wasser da hinten, wo diese, Ina nennt das Pütte, wo das dann rausläuft und schmeißt rein. Ich habe einen leichteren Bleikopf genommen, weil ich dachte, in der Absinkphase vielleicht einen Rapfen oder einen Barsch erwischen oder vielleicht einen Hecht. Und ich merkte nur einen Schlag und mit dem Schlag sah ich nur noch die Schnur wegziehen. Dachte, oh, großer Rapfen. Und dann kam er schon aus dem Wasser raus. Ich habe keine Ahnung, Meerforelle oder Lachs, aber war ein guter Fisch gewesen, also ehrlich. Also das wäre natürlich so eine Krönung gewesen, so eine Top-Salmonide hier noch. Und dann dieser blöde Fisch, aber der eine Kerl sagte auch schon, die kennen sich hier aus, die Fische, und er ist sofort in diese Kante. Ihr seht ja hier vorne, das sind solche Uferbegradigungen. Das sind quasi Äste, die nach vorne gehen. Er ist ja genau in dieses ausgehöhlte Wasser rein und dann hat er sich vertüdelt. Oh, trotz Stahlvorfach, typisches Zandergerät. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aal Willi, tschüss!
man muss wirklich bei Aal Willi schreien, das ist sein Spitzname, der ist wirklich taub. Also ist nicht böse gemeint, klar ist da Hektik an Bord, aber die beiden Herren haben wirklich nichts gehört. Und deswegen musste man laut reden. Wir sind hier bei Plates, am Osterblick, da wo wir auch unterkommen. Übrigens eine tolle Pension, haben wir schön geschlafen und da gehört da eigentlich schon zum Inventar. Und da kann man sich auch immer alle aktuellen Angeltipps holen. Und wie man sieht, hier haben schon 4 Fische gefangen und wir haben es gerade mal auf 2 gebracht. Also die kennen sich schon aus, die Jungs. Und es sind wie gesagt ein paar hübsche Aufnahmen. Und natürlich gibt es sie exklusiv bei Fisch und Fang. Und exklusiv bei Fisch und Fang gibt's auch gleich den nächsten Biss bei Dietmar. Ob Hecht, Zander oder Barsch, egal. Dietmar hat ausreichend Vorsprung und kann diesen Fehlbiss locker verkraften. Platzwechsel. Wir haben den anderen Angelplatz verlassen und sind nochmal an den Platz hergefahren, wo wir heute Morgen begonnen haben. Der war ja eigentlich sehr ergiebig für uns. Beim anderen Platz war der Angeldruck schon ziemlich groß. Da waren eben ein paar Einheimische, die auch Zander gefangen haben. Also der Platz ist wirklich gut. Der war sehr fischreich, aber durch den Bootsverkehr und das jetzt kippende Wasser, wir haben jetzt auflaufendes Wasser, wollen wir es eben hier nochmal versuchen, kurz vor der Mittagspause. Und das scheint sich für Ina tatsächlich auszuzahlen. Der wird mich jetzt auch nicht wahnsinnig nach vorne bringen, also... Hängt doch vom Kiemendeckel. Hängt vom Kiemendeckel? Ja, wo da ist der Kiemendeckel? Hängt vom Kiemendeckel. Können wir den werten, ja. Der Bann ist gebrochen. 36. Ah, immerhin. Genau. Immerhin 36 Punkte wandern damit auf Inas Konto und verkürzen den Abstand zu Dietmar kurz vor der Mittagspause zumindest ein wenig. Frisch gestärkt geht's dann auch schon bald weiter. Zwar bringt an diesem Tag nicht jede der Angelstellen Fisch, langweilig wird es aber zu keiner Zeit. Besonders Dietmar scheint heute ein glückliches Händchen zu haben. Noch während Ina, an einem weiteren Platz angekommen, ihren Kescher ausklappt, hat Dietmar erneut... Fisch. Was tippst du? Kein Lachs. Schöner Zander, Petri. Der könnte noch besser sein, ne? Ja, ist er größer. Könnte so 63, 64 sein. Nicht immer vorne ganz schön. Ist auch 59. Jetzt auch 59. Hätte lieber einen Barsch gehabt, aber... Aber solch ein Zander ist auch nicht schlecht, oder? Wir haben jetzt noch gut 2 Stunden, haben jetzt hier eine neue Stelle angefahren. Hat Dietmar natürlich gleich, da ist wieder seiner Favoritenrolle gerecht geworden, hat hier gleich wieder 59er Zander gefangen. Und Ina hat eigentlich nur Pech. Sie hatte auch einen schönen Biss, vermutlich einen Hecht. Anhand der Bissspuren meinten wir, das war ein Hecht gewesen. Das wäre dann heute ihr zweiter gewesen. Also leider konnte sie ihre Bisse bisher auf den einen Zander nicht verwirklichen. Aber sie hat ja noch 2 Stunden. Es ist noch alles möglich. Also hier riecht es richtig nach Fisch. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Fisch hier noch kommt, um das Ganze so ein bisschen spannend zu halten. Aber der Druck ist schon enorm auf Ina. Und es ist nicht ganz einfach. Doch Ina gibt nicht auf und wehrt sich nach Kräften. An einer langgezogenen Flusskurve hat Petrus schließlich ein Einsehen. Danke fürs Landen. Sie werden ja langsam größer. Ja, ich weiß nicht, ob der größer ist. Doch, der ist größer als der, meinst den du verheiratest. Auf alle Fälle. Naja, immerhin, ne? Ja. 47. Na, Dietmar, du bist Kavalier der alten Schule. Bist du vorne? Ja. 43. Petri. Da wir hier in einem Tidegewässer, das heißt ein Gewässer, das Ebbe und Flut hat, gibt es immer eine Phase zwischen Niedrigwasser und Hochwasser, wo das Wasser steht und das nennen wir Stillstand. Also das heißt nicht, dass hier Stillstand ist, wir nichts mehr fangen, sondern das Wasser steht zurzeit und gleich kippt es wieder und läuft dann wieder ab. Also das Wasser, ihr seht, der Flutsaum ist erreicht, das sieht man an den Schilfpflanzen, da sieht man keinen Dreck mehr und gleich fällt es wieder und wenn wir noch etwas länger hier bleiben würde, würde man eventuell wieder Schlick und die Buhnen sehen. Doch dazu wird es heute nicht mehr kommen. Kurze Zeit später laufen die letzten Minuten dieses Viertelfinals nämlich ab. Und der Gewinner der Partie steht fest. 18 Uhr, letzter Wurf, letzte Chance. Das Duell ist leider zu Ende. Dankeschön, war eine tolle Partie, hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich werde diesen Angeltag und Aal Willi in guter Erinnerung behalten. Also es ist ja so, ihr habt euch beide 8 Mal geschlagen. Ihr habt bei jeder 2 Zander gefangen. Du hast noch einen kleinen Zander dran gehabt. Du hast 2 Hechtbisse gehabt, die du nicht verwirklichen konnten. Also das Gewässer gibt alles her. Ne?
Sehr dramatisch war ja der Rapfen, den du dran hattest. Was, wenn wir den gesehen hätten, das wäre mal richtig noch phänomenal gewesen. Gut, dass das kein Rapfen war, sondern ein Lachs. War ein Lachs? Ich dachte, wir haben Rapfen gedrillt die ganze Zeit. Ja, ja. Nein, also das war ja der absolute Höhepunkt, nicht? Und dann noch mit den etwas schwerhörigen Hilfsleuten da, weißt du, das war schon sehr dramatisch. Aber es wäre ja schön gewesen, wenn wir ihn zumindest gesehen hätten. Ich habe ihn live gesehen, das war ein fantastischer Schiff, also Fisch. Ich habe ihn dreimal springen sehen. Wenn wir ihn nachher noch mal vor die Kamera halten können, wäre natürlich die Krönung gewesen, wäre ihn natürlich wieder zurückgesetzt. Aber ich finde, Ina, du hast das sehr gut gemacht. Genau. Also ich habe dich darüber beobachtet, du hast Kapfer durchgehalten, hast gute Würfe gemacht, hast immer exakt den Köder geführt. Also da kann sich so manche Angler eine Scheibe von abschneiden. Schade, dass du so einen starken Gegner hattest und leider ausscheiden musstest. Du hast mich wirklich überzeugt, deine anglische Leistung war hervorragend. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sehe ich dich beim nächsten Mal wieder. Ich bringe dir anscheinend Glück. Und dir auch viel Glück, vielleicht im nächsten Jahr wieder dabei. Okay. Müssen wir mal sehen. Mach was draus. Tschüss. Tschüss. Mit 167 Zählern hat Ina in ihrer Profiliga-Premiere leider das Nachsehen, während Dietmar dank seiner 254 Punkte verdient in die nächste Runde einzieht. Herzlichen Glückwunsch. Und das sehen Sie schon in der nächsten Ausgabe der Fisch und Fang Profiliga. Nach einem spannenden Hinspiel am Weitsee tritt Uli Bayer sein Heimspiel gegen Stefan Seuss mit einem Vorsprung von 39 Punkten an. Ob das schon für die nächste Runde reicht oder ob Stefan am Rhein kontern kann, erfahren Sie schon in der nächsten Folge der Fisch- und Fang-Profiliga.